Die Sonne lacht und das Power Orange auf dem neuen Opel Corsa e strahlt wirklich wunderbar in der Sonne. Mir gefällt die Lackierung richtig gut, auch wenn man sie mittlerweile natürlich schon des Öfteren auf YouTube bei Fahrzeugvorstellungen erlebt hat. Sehr schön ist, dass der Opel Corsa mir auch optisch mittlerweile richtig gut gefällt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist zum ersten Mal das Fahrzeug aus der PSA-Beziehung jetzt so weit geworden, dass Opel hier auch wirklich ein eigenständiges Design hat, innen auch eigenständig ist. Das heißt, das hat man ja schon bei den ersten Videos gesehen. Auch hier die erste Designlinie, die wir hier haben, die sich jetzt durch alle Opel hindurchzieht, besonders wenn man jetzt den Mokka E gesehen hat. Aber kommen wir zum Opel Corsa E. Warum stehe ich denn eigentlich hier an meiner heimischen Schnellladesäule? Ganz einfach, es geht heute um ein neues Verbrauchsvideo auf dem Kanal. Und der Opel Corsa E ist natürlich derjenige, den wir heute testen. Und zwar, was verbraucht er im Alltag? Wir schicken ihn also auf unsere Verbrauchsstrecke. 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn, VMAX 130, weil wir ein Elektroauto fahren. Und 50% Überland und am Ende schauen wir, was hat er verbraucht, was wäre damit unsere theoretische Reichweite, denn unter der Haube haben wir hier einen 136 PS starken Elektroantrieb mit 260 Newtonmeter maximalem Drehmoment. In 8,1 Sekunden sprintet er auf 100. 150 Stundenkilometer ist die Höchstgeschwindigkeit und natürlich das Wichtigste, das Akkupaket, was hier um Fahrzeugboden untergebracht ist, hat eine Maximalkapazität von 50 Kilowattstunden, die am Schnelllader, so wie hier, mit maximal 100 kW wieder aufgeladen werden können. Und dann hätten wir eine Ladegeschwindigkeit von 0 auf 80% mit dem Schnelllader in 30 Minuten. Wir fahren jetzt mit 83% State of Charge los. Ich bin ein bisschen über die 80% drüber geladen. Wir laden natürlich wieder auf die 83% hin, aber wir messen die Zeit einfach, bis er 80% hat. Die letzten 3%, die lassen wir jetzt einfach weg. Die sind nur tatsächlich für unsere Verbrauchsfahrt wirklich relevant. Und damit herzlich willkommen nochmal auf dem Kanal von Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Wenn euch das ganze Thema jetzt interessiert, dann dranbleiben, Auto jetzt anschauen. Ich mache mich auf die Socken und wir sehen uns gleich hier wieder an der Ladesäule, schauen, was dann reingeladen werden muss. Danach gibt es ein schönes Fazit mit den gesamten Verbrauchsangaben sowie einem Gesamtfazit, wie mir der Opel Corsa E gefällt und ob man ihn tatsächlich kaufen soll oder nicht. Also, ich steige ab, wir fahren los. Angekommen an der Ladesäule, erster Blick auf unseren Bordcomputer. Was spricht er denn? Zack, zack. Hier haben wir es, 114 Kilometer gefahren, 14,1 Kilowattstunden
laut Bordcomputer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 65 km/h. Und jetzt geht es an die Ladesäule und wir messen nach. Wir sehen uns gleich zum Fazit. Das Fazit findet an bekannter Örtlichkeit für mich statt. Und ich bin beeindruckt vom Opel Corsa e. Er macht mir wirklich viel Laune. Beeindruckt mit einem sehr komfortabel ausgelegten Fahrwerk, was aber genügend Fahrspaß auf kurvigen Straßen durch den niedrigen Schwerpunkt weiterhin vermittelt. Die Lenkung ist für mich ein bisschen zu teigig, sage ich jetzt einfach mal. Sie ist zwar recht direkt, dennoch fehlt mir so ein bisschen im Feedback. Gerade wenn man eben sportlich um die Ecken fährt, dann hätte man noch gerne mehr Gefühl, was vorne an der Vorderachse passiert. Das wäre noch schön, wenn das noch mal ein bisschen besser abgestimmt werden könnte. Gegenüber dem Peugeot 208 Verbrenner, den ich jetzt schon kannte, zeigt sich auf alle Fälle, dass der Corsa der komfortablere sein will. Er ist der klassischere Wagen für Leute, die eher noch Modernität ein bisschen mehr ablehnen, mehr Digitales ablehnen. Hier sind halt einfach die Anzeigen klarer strukturiert, der Innenraum einfacher, schöner aufgebaut. Der Peugeot ist da einfach schon sehr spacig und man muss das einfach mögen. Beim Preis liegt er ja bei 29.900 Euro als Einstiegspreis inklusive 19% Mehrwertsteuer und ohne die ganzen Förderungen. Unser Wagen ist ein Elegance mit umfangreicher Ausstattung, aber nicht voll ausgestattet. Der liegt bei rund 34.000 bis 35.000 Euro. Ich habe ihn noch nicht nachkonfiguriert. Ich habe leider auch kein Datenblatt, um hier die genaue Ausstattungsliste zu prüfen. Dennoch 35.000 Euro, davon können wir mal rund 9.500 Euro abziehen. Also liegen wir dann ungefähr bei 26.000 Euro für den Opel Corsa e. Ich finde, das ist ein ganz guter Preis. Es ist immer noch ein heftiger Preis für einen Kleinwagen. Aber, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, der Corsa e hat eine große Batterie, die natürlich für eine hohe Reichweite sorgt. In meinem Drittelmix über die gesamte Testzeitraum hatte ich einen Verbrauch, der knapp über der 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Marke lag. Das ist wirklich beachtlich. Ich hatte somit auch immer eine Reichweite von rund 360, 370 Kilometer auf alle Fälle zu ermöglichen. Und jetzt haben wir ihn ja auf der Verbrauchsfahrt gehabt. Deswegen gehen wir jetzt mal auf das Verbrauchschart ein. Wir haben einen Bordcomputerwert von 14,1 Kilowattstunden ausgegeben und sind an der Ladesäule auf 15,79 Kilowattstunden gekommen. Natürlich ist da eine kleine Differenz von Ladeverlusten und so weiter eingerechnet, aber 15,8 Kilowattstunden, ich runde jetzt einfach mal, ist ein ganz ordentlicher Verbrauch. Damit liegen wir unter WLTP-Wert, der mit 16,8 Kilowattstunden angegeben ist. Finde ich also ein guter Wert. Wir sind mit Klimaanlage gefahren auf 22 Grad. Wir sind im Normalmodus gefahren und lediglich die Rekuperation war auf Brake gestellt. Das ist auch genau so, wie ich den Wagen im Alltag auch bewegt habe. Wenn man dann es ein bisschen sportlicher haben will und die 136 PS voll nutzen will, dann einfach auf Sport, dann hängt er auch schön am Gas, dann zieht er wunderbar raus, dann macht er auch echt richtig viel Laune und macht auch durchaus leistungsstärkeren Autos in der Stadt auf alle Fälle was vor. Ich möchte euch jetzt selber nichts vorgemacht haben, sondern nur ehrliche Infos und Feedbacks an euch weitergegeben haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, das Video gerne auch teilen und liken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder zum nächsten Verbrauchsvideo, Alltagsreview oder Special Review. In dem Fall wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.